Howdy, partners, and welcome back on Wild Wild West, my friends. How are you today? Hope you're fine. Ja, wir sind wieder zurück. Und Wild Wild West hatte eine kleine Pause. Das lag vielleicht, nur ganz vielleicht daran, dass ich irgendwie 4-5 Folgen aufgenommen habe, um dann festzustellen, dass der Ton nicht in Ordnung war. Ja, habe ich dann wirklich tatsächlich komplett weggeworfen. Ja, so ist es manchmal, aber ich kann euch jetzt aber gerne erzählen, auf dem Laufenden halten, was derzeit passiert ist. Aber ich zeige euch mal, was passiert, wenn man halt wirklich, ich bin jetzt wirklich gerade ganz frisch auf die Wild West gekommen und was ich so in der Regel mache, ne, bevor ich anfange mit den Aufnahmen, ich habe gedacht, komm, machen wir heute mal gemeinsam den kompletten Start, ne? Es ist ja in der Regel so, dass man hier die, ja, dass ich die Helfer für anstelle und dass dann irgendwie alles schon läuft. Und jetzt machen wir das mal hier. Ihr seht hier sogar, wir sind auf einem neuen Feld. Wie gesagt, ich habe eine ganze Zeit gespielt in der Zwischenzeit. Ich stelle den jetzt mal eben an, jetzt müssen wir mal eben gucken. Genau, der ist mit dem Standardhelfer unterwegs, mit dem AI Vehicle Extension. Er rechnet und er fährt los, ne? So, und ich tappe dann tatsächlich einfach durch und lasse die Helfer mal so nach und nach hier losfahren. Der nicht. Der ist auch mit AI Vehicle Extension dran. Fährt auch los. Das ist schon mal gut. Der hat auch nichts zu sagen. Den habe ich schon mal hier hingefahren. Ja, jetzt seht ihr das natürlich. Ich möchte dieses Ding ausprobieren mit der Fast Bail und diesem Feld. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie funktioniert und ob wir da was machen können. Aber das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe den erstmal nur dahin gefahren. Hier haben wir Courseplay am Start. Da müssen wir den so einstellen. Okay, der startet schon mal, das ist gut. Das ist aber nicht gut. Wo fährst du hin? Ach so, erster Wegpunkt. Ja, da wollen wir natürlich nicht hin. Sondern du sollst den nächsten passenden nehmen, ne? Ah, ich gucke auch nochmal, ob der 1 links, okay, die Bahnversatz stimmt. So, dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. Abfahrer einstellen. Gut, das funktioniert schon mal. Dann tappen wir einfach weiter. Den, der ist einfach mit Autodrive unterwegs. Auch den stellen wir mal an. Ja, den stellen wir auch an. Der ist hier. Ja, der ist auch mit Courseplay unterwegs. Das scheint auch direkt loszugehen. Wunderbar. Autodrive. Ihr seht, es sind eine ganze Menge im Einsatz, ne? So, der fährt jetzt. Ja, gut, der fährt nochmal zu dem Feld 13 Punkte. Das ist auch egal. Der hier ist an Feld 2 und fährt auch nochmal zu Feld 2. Soll er gerne machen. Der hier. Ach, okay. Guck mal, der hier wartet sogar auf Klee. Ich lasse den tatsächlich mal fahren. Nicht zur Entnahme, sondern zur Millstation. Und danach müsste Klee tatsächlich auch weg sein. Dann haben wir echt allen Klee verkauft. Und ihr seht, aber wir haben trotzdem nicht so viel Geld. Also 200.000 ist immer noch ein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Ne? Viel Geld ist im Landwirtschaftssimulator ein bisschen relativ. Wir haben aber ganz, ganz viele Aufträge vor der Fertigstellung. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben, also ich habe während der Zeit, wo ich gespielt habe, keine Aufträge abschließen können. Beziehungsweise ich habe einen fertig, aber gedroschen, aber eben noch nicht weggebracht. So, und den lasse ich jetzt hier auch mal fahren. Achso, den muss ich erstmal anschalten. So, und dann können wir den nämlich auch einstellen hier. Und dann kann der gleich den Drescher abfahren. Ich hoffe, der fährt jetzt gleich mal los. Helfer, er hat einen fast vollen Korntank. Na gut.
So, was ist denn mit dir da vorne? Wolltest du nicht? Okay, das habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Das kann an der Anzahl der Helfer liegen. Ich bin mir wirklich nicht so sicher. So, da ist Alpha auf jeden Fall aktiv. Die Frage ist, was passiert, wenn ich den auf normal stelle? Wie viele Helfer habe ich denn jetzt an? Ich glaube tatsächlich, dass wir da ein Problem haben, was die Anzahl der Helfer angeht. Ich komme nicht, also dieses Fenster ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ewig braucht. So, was haben wir denn hier? Selbst wenn ich die alle zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind eigentlich nicht so viele Helfer. Ja, wenn ich die AD-Helfer dazu zähle, 7, 8, 9, 10. Das könnte tatsächlich genau passen, dass wir wirklich nur diese 10 Helfer aktiv haben. Aber irgendwie, da muss dann was passiert sein. Ne? Das war eigentlich kein Problem bisher. Das Ding ist nämlich, dass ich überhaupt nicht fertig bin. Guck mal hier. Wir haben ja hier noch einen. Ich teste das mal, ob der überhaupt losfährt. Weil es gibt so eine Helfer-Extension und die habe ich eigentlich auch gesucht, aber ich habe die nicht gefunden auf Anhieb. Weil mir dieses Problem nämlich auch schon aufgefallen ist. Ich glaube, dass sich da tatsächlich irgendwas getan hat, dass diese Helfer-Erweiterung irgendwie rausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob Autodrive, also irgendwas, ob die Scriptmods das nicht mehr mitmachen oder sich jetzt als Helfer registrieren, als reguläre Helfer. Ich habe auf jeden Fall jetzt dieses Problem mit diesem 10er-Limit. Und das war ja früher eigentlich nicht so. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land, ja. Das Ding ist tatsächlich, dass der hier Roggen drin hat. Aber hier auf dem Feld ist eigentlich was anderes. Da ist eigentlich Gerste drauf. Jetzt nimmt er auch die Gerste. Okay, dann gucken wir doch mal. Der hat hier eins rechts, nahegelegster Wegpunkt. Dann gucken wir mal, ob der es jetzt hinkriegt. Der rechnet auf jeden Fall und das kriegt er hin. Ne? Also, Cosplay scheint dann irgendwie das zu machen. Könnte diese Helfernummer sein, mit weiß ich nicht. Hier wartet auf jeden Fall einer. Der fährt. Okay. Ja, jetzt haben wir ja irgendwie mehr oder weniger einiges am Start. Das sieht schon auch urig aus hier, ne? Mit den Dreschern. Was machst du denn hier? Okay, den habe ich gar nicht angestellt. Guck mal. Was tut der? Da ist AI dran. Was? Okay, da habe ich was Falsches eingestellt. So war das nicht gedacht. So, den laden wir erstmal aus. Also, ihr seht, es vergeht eine ganze Zeit lang, bevor man das in der Reihe hat und dann in der Regel aufnimmt. In der Zukunft müsst ihr nicht immer mitmachen, ne? Aber ich wollte euch das mal zeigen, wie man, was so passiert, wenn man auf die Karte kommt, was da alles gemacht werden muss. Muss ist relativ, ne? Was ich alles machen möchte, damit das wieder läuft. Und das ist auch ein Grund, ihr wisst das, ne? Das brauche ich euch nicht erzählen, dass ich dann auch ein paar Folgen am Stück aufnehme und nicht jedes Mal neu starte. Das macht, glaube ich, auch nicht so richtig viel Sinn, wenn man erst alles wieder anstellen muss. Außerdem macht es ja auch Spaß, wenn man hier mal eine Zeit lang drauf spielt. So. Wieso fährst du denn jetzt weg? Ich tank doch gerade bei dir ab. Ey, sag mal.
Ja, ich weiß, du willst hinter den hier fahren, ne? Komm hier, bleib stehen. Fahren wir mit. Komm hier, der fährt hier im Kreis, dann machen wir das auch. Helferjagd. Ach, jetzt bleibst du stehen. Jetzt wird er wieder weiter. Ja, der sucht natürlich hier den Drescher und versucht jetzt einen Kurs dahin zu finden. So. Einfach stehen bleiben. Nicht bewegen. So, und dann zeige ich euch natürlich gleich noch, was wir abgeschlossen haben und wo es da auch weitergeht. Ja, Gerät muss entladen werden, schon klar. Erstmal müssen wir bei den hier entladen. So, das haben wir schon mal runter. Dann zeige ich euch mal auch mal, wie die Stände zu den einzelnen Lohnaufträgen sind. Das ist ja immer spannend. So, wenn wir jetzt den Abfahrer hier einstellen, nächster passender Wegpunkt. Dann rechnet er jetzt ein bisschen. Aber es ist schon gut, dass die meisten CP-Kurse noch in den Geräten drin sind. Das soll ja eigentlich in der Regel immer ganz gut funktionieren, aber es ist leider nicht immer der Fall. Ja. Das hat ja super funktioniert mit dem Abladen. Wo fährt denn der da hin? Ich weiß auch nicht, ob der hier irgendwas von. Wir gucken mal, was der so an Einstellungen hier mitbringt. Ist ja immer so eine Sache, da müssen wir ein bisschen gucken. Abstand, Rohr. Ja, wir können das mal ein bisschen anheben. Feldausfahrt hinterm Start, eigentlich funktioniert das. Fruchtumfahrung, nein, eigentlich habe ich hier alles drin. Haben sie noch nicht so richtig synchronisiert, ne? Jetzt fährt er wieder die Ecke. Also irgendwie. Jetzt fährt er hier rein. Also mein Freund, das kann noch nicht richtig sein hier. Dann machen wir das mal manuell. Das dauert immer so eine Zeit, bis man alles, alle wieder sauber laufen hat. Am meisten ärgert mich gerade so ein bisschen diese. Ach, guck mal da, da fährt der nächste los. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was der so zu sagen hat. So, Wasser stellen wir den einfach hier an. So, also, hier sind zwei tatsächlich auf der, zwei Drescher schon auf der 2 unterwegs. Die habe ich mit Crossplay eingestellt. Das seht ihr hier auch. Die Abfahrer scheinen ja jetzt auch hier hinzufahren. Wir gucken mal, was der hier sagt und wie er jetzt ranfährt. Vielleicht funktioniert das ja. Das sah gerade tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Wir haben die 25, die ist abgefahren. Also, die ist komplett leer. Können wir eben zeigen, Wachstum, ne, die haben wir komplett runtergerupft, da ist auch wirklich nichts übrig geblieben. Und jetzt habe ich halt das Thema, dieses Feld hier ist extrem, ich hatte ja überlegt, eins von diesen Feldern hier mal zu kaufen, aber die 2 kaufe ich nicht, guckt euch das mal an. Die ist extrem ungerade und Crossplay fährt hier zwar gerade die Vorgewende, aber hier an diesem Berg bleibt einfach alles stehen. Das ist total ärgerlich.
Also, dass die so ungerade sind hier auf der Wild West, ne, das ist, ja, ich glaube, es wurde ja nachher irgendwie mal begradigt, aber die Karte abzudaten ist immer so eine Sache. Da habe ich immer so ein bisschen Manschetten vor. So, jetzt gucken wir mal. Ne, hier will er gerade nicht mit Helfer ran. Er macht jetzt auch keinen Cosplay-Kurs mehr hier dafür. Ja, müssen wir mal schauen, was passiert, wenn wir irgendeinen anderen Helfer dann aussetzen können. Also wenn die ganzen Autodrive-Helfer jetzt auch als standard reguläre Helfer eingestellt werden, dann müssen wir uns echt was überlegen. Sonst wirklich nochmal diesen Mod raussuchen, ne? Die Frage ist, also für den müssen wir sowieso einen Cosplay-Kurs errechnen lassen, das können wir mal machen. Weil wir den ja dann auch für die Fastbell brauchen, ne? Die Frage ist tatsächlich, ich überlege wirklich, ob wir hier überhaupt ein Vorgewende brauchen. Vielleicht macht es wirklich Sinn, den einfach hier nur hoch und runter fahren zu lassen. Ich teste das mal. Feldarbeit. Kursgenerierung. Feld 38 ist das. Vorgewende keins. Aktuelle Fahrzeugposition, Startrichtung automatisch. Wir gucken mal, was er dann macht, ne? Wir machen mal eine etwas geringere Arbeitsbreite da rein, das ist immer sinnvoller irgendwie. Und dann sagen wir, generiere Feldkurs. Okay, das passt auf jeden Fall. Hoch, runter, das sieht alles gut aus. Dann speichere ich das nochmal, das ist der Kurs, ist, der ja nachher auf die Fastbay fahren muss, ne? Feld 38. Ich schreibe das mal so rein, dann weiß ich direkt, wo sie ist. Dauert ein bisschen. Sind ein paar Punkte. Muss man Ruhe bewahren. So, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Gucken wir nochmal. Okay, er senkt auf jeden Fall schon mal den Schwader. Und jetzt geht los, ne? Das ist genau das Problem. Jetzt haben wir nämlich einen. Wir werden diverse Riesenschwaden erzeugen. Da müssen wir mal gucken, was nachher die Fastbell davon macht. Das Ding ist, ihr sagt auch, ja, natürlich, Mario, du hast doch jetzt Schwaden. Ja, stimmt, ich habe Schwaden schon. Aber ich habe keinen Kurs dazu. Das heißt, ich brauche ja einen Kurs, um die Fastbell auch wirklich fahren zu lassen. Deswegen lasse ich den jetzt hier so hoch und runter fahren. Der hat da kein Problem mit. Die Fastbell nachher könnte da schon ein Problem mit entwickeln. Aber, liebe Leute, das gucken wir uns später mal an. Jetzt lasst uns erstmal gucken, wie das hier so weitergeht mit den Helfern. Also hier auf der 18. Ja, ich glaube nämlich tatsächlich, ich habe hier auf der 18 tatsächlich noch keinen Abfahrer laufen, oder? Doch, da ist ein Abfahrer. Aber der hängt fest. Na, guck mal einer an. Deswegen. Vielleicht hast du aber auch nicht den cleversten Punkt rausgesucht, um aus dem Feld rauszufahren, mein Freund. Boah, den können wir vielleicht ein bisschen anders einstellen noch. Feldausfahrt nächstgelegen. Vielleicht machen wir einfach tatsächlich hinterm Start. Dann muss er immer wieder da hinten hinfahren, aber. Jetzt kann er erstmal zu Feld 18 fahren und dann den Drescher da abtanken. So, dann gucken wir doch mal, was unsere Lohnaufträge sagen. Jetzt haben wir hier doch ganz schön viel. Guck mal hier, das ist der Hammer. Wir sind noch nicht so richtig im Fluss und trotzdem sind schon 20 Minuten rum. Also Feld 25 ernten.
Na, wir müssen Rong an Westernport liefern, dann ist das Ding auch abgeschlossen. Dann haben wir hier Feld 44 Grubbern, der läuft einfach. Der läuft und läuft und läuft. Feld 67 ist auch Rong. Also das ist diese Helfernummer, wo wir die Geräte vom Bauern Elder auch ausgeliehen haben. Feld 18 läuft gerade, sind wir aktiv. Feld 13. Ach so, ja genau, haben wir auch angestellt. Okay, Feld 55 haben wir noch nicht am Start, Feld 32 noch nicht. Und 39 läuft aber auch gerade. Und die Gerste, ne, läuft ja auch auf Feld 2. Das heißt, wir haben echt eine ganze Menge schon laufen, Feld 15 noch nicht. Und ansonsten müssen wir mal gucken, ob sich hier überhaupt irgendwas schon ergeben hat. Da guck mal. Ach so, nee, das ist aber Sonnenblumen, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Nee. Okay, keine größeren Nummern aktiv, die für uns noch interessant sein könnten im Moment. Ja, der ist, glaube ich, einen kleinen Umweg gefahren, ne? Ja, mich ärgert die Nummer mit dem Helfer so ein bisschen. Ich hätte eigentlich gerne hier schon auch mal ein Finale dran. Und deshalb, wenn ich jetzt einen Cosplay-Kurs fertig mache dafür, der einfach nur hoch runter fährt. Na, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, irgendwie Cosplay geht dann doch außen vor, aber die. Ja, weiß ich nicht. Wir haben halt durchgezählt vorhin Cosplay und die anderen, ne? Ach komm. Wir gucken mal. Feld 67, kein Vorgewende. Startposition, wähle Position auf der Karte. Ja, ich lasse den mal hier irgendwie hoch und runter fahren, ne? So, Startposition. Bisschen Arbeitsbreite reduzieren, ihr kennt das. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt stehen hier. Gucken wir uns mal die Punkte an. So, und dann setzen wir den nämlich drauf an. Ah, lass ihn einfach hier runterfahren, ne? Ja, gucken wir mal, ob das geht. Naheliegendster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Ja, das scheint zu funktionieren. So, und du müsstest noch mit AD anstehen, ne? AD, ja, das stimmt. Also, Cosplay scheint nicht in diese Nummer reinzurechnen, oder es funktioniert auf jeden Fall. Standardhelfer haben da vielleicht irgendwie gerade ein Problem. Warum auch immer. Vielleicht gibt es auch eine Begrenzung für AIF. Kann auch sein, so wegen Berechnungsthemen, ne? Was auch immer da passiert ist. Liebe Leute, wir sind jetzt wieder dabei. Es läuft. Ich lasse das hier ein bisschen laufen und holt euch dann natürlich dazu in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Jetzt fährt da hier noch irgendwie ein Helfer hin, was auch immer der hier macht. Wo willst du hin? Hoferweiterungssilo zum Abladen. Weißt du was? Ich finde, du sollst mal bei Westernport abladen. Station hier, Westernport. Sonst kommen wir hier nämlich so viel Roggen, dass wir abladen müssen. So, lassen wir den mal durchfahren. Ja, dreckig ist er. Liebe Leute, jetzt aber wirklich. Schreibt mir doch einen Kommentar rein. Vielleicht habt ihr ja auch solche Erfahrungen gemacht mit dem Helfer, dass ihr keinen Helfer mehr einstellen könnt. Liegt das daran? Liegt das an AIF? Gibt es da irgendwie eine aktuelle Änderung? Ich weiß, dass viele von euch auch diese ganzen Script-Mods fahren und ausprobieren. Ich habe gerade alles durchaktualisiert. Ich habe wirklich Autodrive aktuell. Ich habe Cosplay aktuell. Und ich habe AIF aktuell. Und mir wahrscheinlich irgendwas eingefangen. Also irgendein Problem in die Richtung. Weil wahrscheinlich kein Mensch 30 Helfer am Laufen hat. Außer moi. Ja, berichtet mir doch über eure Kenntnisse. Da steht übrigens auch noch ein Truck, den müssen wir auch noch wieder wegräumen.
So, jetzt aber wirklich. Alles Gute, bye bye und ade.